So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier und heute fassen wir die letzten 10 Kapitel zusammen, damit ihr alle vor der Rückkehr von Hunter in 2 Wochen genau wisst, wo wir vor 2 Jahren mittlerweile aufgehört haben. Ey, das ist 2 Jahre her, kommt mir gar nicht so lange vor. Aber ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt ihr Video ein Like und ein Abo da, falls ihr nichts mehr zu Hunter x Hunter verpassen wollt. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. In der Zeit, wo Lynch und Sakura auf Hisoka treffen, hat Hinrai seinen eigenen Plot. 3 Hailee-Mitglieder entdecken Hinrai und erkennen ihn als Unterboss der Shio-Familie. Einer sagt, dass er sie unterschätzt, weil er allein ist und fügt hinzu, dass er gegen alle 3 keine Chance hat. Ein anderer weist auf Hinrais N hin und sagt, dass es bemerken wird, wenn sie sich ihm nähern. Das dritte Mitglied bietet an, Hinrai zuerst anzugreifen und fordert die anderen beiden auf, sich eine Lücke zu suchen und ihn zu erledigen. Während der zweite es als grundlegende Strategie bezeichnet und sich fragt, ob er seine Waffen benutzt, erinnert sich der erste daran, dass er durch das Töten eines Nen-Benutzers 10 Level erhält. Und wer das ganze Level-System nicht mehr versteht, ich habe im großen Video auch die ganze Fähigkeit von Marina erklärt, das ist eine Fähigkeit vom Boss, von der Familie und ja, ist auch relativ kompliziert, deshalb guckt euch das auf jeden Fall an, falls ihr euch das nicht angeguckt habt. Auf jeden Fall, wenn du einen Nen-Nutzer tötest, bekommst du 10 Level und er fragt sich, wie er es unter den 3 aufteilen wird. Der dritte besagt, dass alle 10 an denjenigen gehen sollten, der den Todesstoß austeilt. Aber der zweite argumentiert, dass sie alle etwas bekommen sollten. Der erste fragt sich, wer überhaupt über die Details entscheiden darf. Und der zweite antwortet, dass es offensichtlich Marina sein wird, da es ihre Fähigkeit ist und sie die Spielleiterin quasi von dem ganzen Spiel ist. Die höchstwahrscheinlich jederzeit sagen kann, was sie tun darf und was sie nicht tun darf. Tatsächlich kommt es dazu, dass die 3 Hinrai attackieren. Der dritte, nämlich Padail, verwandelt seine rechte Hand in einen Hammer, während er seine Fähigkeit Handvoll Waffen aktiviert. Er sagt, dass Marina seinen Wunsch hat erfüllen lassen und dass er alles tun wird, um ihren Willen und um seinetwillen zu töten. Padail tanzt hinter Hinrai her und hebt plötzlich seine Waffe, um ihn zu schlagen, doch plötzlich taucht eine Handschelle um sein rechtes Handgelenk auf, wobei das andere Ende der Kette mit einer Taube verbunden ist. Als Hinrai sich über seine Fähigkeiten lustig macht, fliegt die Taube auf Padails anderes Handgelenk zu und verwandelt sich wieder in die andere Handschelle, wobei sie die Hände des Hailee-Mitglieds hinter seinem Rücken festhält. Hinrai befiehlt den 2 anderen, ihn anzugreifen und Verstärkung zu rufen, da er noch viele Tauben hat. Die beiden Mitglieder ziehen ihre Handfeuerwaffen und schießen auf die Tauben und Hinrai, aber ihre Schüsse sind wirkungslos. Hinrai erklärt, dass die Tauben zwar aus normalen Handschellen bestehen, aber mit Aura verstärkt sind und Standardkugeln nicht ausreichen werden. Nachdem er seine rechte Hand in einen Bohrer verwandelt hat, um aus den Handschellen zu schlüpfen, stürzt sich Padail mit der Waffe auf Hinrai zu. Hinrai dreht sich schnell um und stoppt den Bohrer mit der linken Hand, die ihn komplett durchbohrt. Er erkennt, dass Padail verschiedene Waffen benutzen kann und tritt ihn schnell zurück. Eine andere Taube legt Padail plötzlich eine Handschelle um den linken Knöchel und verbindet sie mit der freien Handschelle, die an seinem linken Handgelenk baumelt, und hält ihn erneut fest. Hinrai fragt, was er jetzt vorhat und sagt ihm, dass seine Freunde ihn anscheinend seinem Schicksal überlassen haben. Padail antwortet wütend, dass eine Kette ihn nicht aufhalten wird und verwandelt seine Hand plötzlich in eine Axt, um sich zu befreien. Hinrai stoppt ihn jedoch schnell und sagt, dass sie jetzt spüren kann, wie es ist, zu töten und getötet zu werden, und schiebt die Axt langsam in seinen Hinterkopf, während Blut aus seinen Augen tropft. Also eins kann man sagen, Hunter x Hunter ist nicht harmlos geworden. Es ist so geil, dass es so brutal ist, dass Hinrai einfach ein krasser Typ ist, der jetzt vielleicht auf unserer Seite, so von unserer Sicht, ein cooler Typ ist, aber trotzdem Arschloch und den Typen einfach in seinen Hinterkopf die Axt langsam reinschiebt. Also das ist echt krank, aber dafür liebe ich Hunter x Hunter und ich glaube ihr auch. Ey, das ist einfach richtig krass. Und machen wir weiter mit dem Geschehen spüren. Nachdem er mit Lynch einen leeren Korridor erreicht hat, nutzt Sakura seine Fähigkeit und lässt zahlreiche Blutstropfen an der Wand entlang wandern. Lynch sagt,
dass sie sich nie daran gewöhnen wird, wie eklig es ist. Aber Sakura ist von ihrer Reaktion enttäuscht und fügt hinzu, dass jeder Tropfen sein Bestes tut, um Hisoka zu finden. An anderer Stelle auf Ebene 3 setzen Sakuras Blutstropfen ihre Suche nach Hisoka fort. Ein Tropfen entdeckt einen großen Mann mit dunkler Haut und Sakura bestätigt, dass sie jemanden gefunden haben, was Lynch als Chance nutzen muss. Lynch fragt, ob er Hisoka sei, aber die Frage verwirrt den Mann. Sie wiederholt sich und als er sprechen wollte, schlägt Lynch ihm in den Bauch, um ihre Fähigkeit zu nutzen, was seine innere Seele dazu bringt, zu sagen, dass er es nicht ist. Als seine beiden Freunde nach ihm sehen und damit drohen, die Behörde anzurufen, sagt Lynch, dass sie tot seien, wenn sie der Mafia in die Quere kommen. Er fordert sie auf, in ihren Versteck auf Ebene 4 vorbeizukommen und bieten ihnen eine Entschädigung an. Als Sakura ein weiteres Ziel findet, fragt sich Lynch, warum sie diejenigen, die schwach aussehen, nicht einfach ignorieren können, da sie offensichtlich keine Hisokas sind. Sakura erinnert sie daran, dass sie nicht einmal wissen, welche Fähigkeit er hat. Und Lynch erkennt, dass ihr gesamter Plan sinnlos ist, wenn er die Fähigkeit hat, seine Körpergröße zu verändern. Sakura zeigt das Ziel in einem überfüllten Bereich und es stellt sich heraus, dass es sich dieses Mal tatsächlich um Hisoka handelt, mit offenem Haar und ohne Make-up. Das muss schon was heißen, wenn sich Hisoka nicht schminkt. Er meint es verdammt nochmal ernst. Nachdem sie ihm in einen leeren Korridor gefolgt sind, fragt Lynch, ob er Hisoka sei. Er fragt sich, wer sie ist, und Lynch antwortet mit ihrem Namen, fragt dann noch einmal nach seinem und versucht ihn zu schlagen. Lynch fällt jedoch plötzlich zu Boden, während Sakura entsetzt zusieht. Hisoka entschuldigt sich und sagt, dass sein Gegenangriff einfach ein Reflex war, als er Sakura fragte, was er von ihm wollen würde. Während ihm der Schweiß über das Gesicht läuft und seine Stimme zittert, erkennt Sakura, dass er Hisoka sein muss. Zu 100%. Wenn man bedenkt, wie überwältigt seine Aura ist und wie leicht er Lynch zerstört hat. Hisoka sagt jedoch ruhig, dass er derjenige ist, der die Fragen jetzt stellt. Und Sakura antwortet nervös, dass die Mafia nach ihm sucht, obwohl ihnen die Einzelheiten nicht mitgeteilt wurden, und ihn bittet, mitzukommen, wenn er mehr wissen möchte. Hisoka setzt ein bedrohliches Grinsen auf und versetzt Sakura damit noch mehr in Angst und Schrecken. Wie glücklich ich bin, dass ich dieses Kapitel live erleben konnte. Es war einfach ein Genuss zu sehen, wie Hisoka hier nochmal auftaucht, ohne Schminke, mit normalen Haaren. Das ist einfach unglaublich. Das hört sich erstmal so banal an. Okay, der hat sich nicht geschminkt, aber Hisoka ohne Schminke, das heißt so viel, Freunde. Hisoka achtet so krass auf sein Optisches und dass er sogar auf sein Optisches scheißt, um die Phantombrigade besser zu killen, das ist wirklich ein Zeichen. Und alleine wie er hier grinst, das ist unglaublich, wirklich. Ich muss sagen, ich bin mega, mega hyped auf die ganze Hisoka-Geschichte. Kenny erinnert sich an Itokus Worte darüber, dass die Truppe plant, Tier 1 zu plündern, nachdem sie Hisoka getötet hat. Er ist sich aller beteiligten Variablen nicht sicher und rät ihm, sie einzeln zu eliminieren. Nachdem er gesagt hat, dass Hisoka ihre erste Priorität sein sollte, wendet er sich an mehrere Scharmitglieder und sagt, dass die Shiyu im Vorteil wären, wenn der Zivilist, dem sie begegneten, Hisoka wäre. Er betont, dass es ihre oberste Priorität sei, Hisoka zu finden und dass sie ihn benutzen werden, um sowohl die Hei Li als auch die Truppe zu vernichten, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Er erinnert sich daran, dass sie außer ihrem Chef nichts über die Hei Li wissen und befiehlt ihn, sich Hisoka nicht zu nähern, bis er eintrifft, und fügt hinzu, dass er ein Floormaster in der Heavens Arena sei. Er sagt, wenn er oder Hinrai erfolgreich mit ihm verhandeln, können sie sich einfach zurücklehnen, während die Truppe und Hei Li gegeneinander kämpfen. Kenny sagt dann, dass es viel einfacher wäre, sie gegeneinander kämpfen zu lassen, wenn Hisoka in der Lage wäre, die Truppe zu zerstören. Er macht sich jedoch Sorgen über Hisokas unberechenbare Natur und erwähnt, dass er, basierend auf den Aufnahmen seiner Kämpfe in der Heavens Arena, es mag, die Karten manchmal gegen sich selbst auszuspielen. Man kennt Hisoka, er ist so wie er ist, er macht das, worauf er Bock hat, egal ob es gut für ihn ist oder nicht.
Er scheißt einfach auf alles und deshalb ist er auch der fucking Goat dieser Serie. Nachdem er Luini getötet hat, erklärt Nobunaga, dass sie beschlossen haben, die Familie Hayley zu zerstören. Phaeton dankt dem Schar-Mitglied für seine Gastfreundschaft und sagt, dass die andere Tür warten kann. Fings fügt hinzu, dass sie zwar planen, ihre Suche nach Hisoka fortzusetzen, dass sie sich jedoch mit allen Informationen über die Hayley und den Aufenthaltsort ihres Chefes zunächst kümmern werden. Das heißt, die Sidequest für die Phantom Troop beginnt ab jetzt. Ab Ebene 3 wacht Sakura neben einem Stapel Kisten und Müllsäcken auf. Lynch fragt, ob Hisoka ihn auch bewusstlos geschlagen hat, und Sakura sagt, dass er einfach froh sei, am Leben zu sein, und fragt, wohin er gegangen sei. Lynch antwortet, dass er weg war, als sie aufwachte, fügt hinzu, dass es definitiv Hisoka war, und fragt, was passiert sei, nachdem sie ohnmächtig geworden ist. Sakura erklärt, dass Hisoka, nachdem er ihn ins Kino eingeladen hatte und ihn fragte, was er sehen wollte, in dem Moment halt einfach bewusstlos geschlagen hatte. Und ey, so geil, dass Hisoka ihn einfach einlädt, ins Kino zu gehen. So ein Hisoka-Move, ich lieb's einfach. Lynch schlägt dann vor, Hinrai die Situation zu melden, dass sie eindeutig unterlegen sind. Im Kino wird Hinrai von mehreren Shio-Mitgliedern begleitet und sagt Sakura, dass er sich zurückziehen sollte, da sie nicht wollen, dass Hisoka glaubt, er sei aus Rache hier. Sakura sagt, dass er sich mit Lynch neu verbinden und nach dem Anführer der Truppe suchen wird. Hinrai fragt sich, ob er damit zurechtkommt, und Sakura ist zuversichtlich, dass er ihnen helfen wird, sobald sie die Notwendigkeit des Gleichgewichts betonen und ihm Hisoka Standort im Austausch für die Auslöschung der Hayley geben. Ich finde das einfach mega interessant, was die Mafia hier vorhat, denn das ist wirklich ein super Plan, und ich frage mich, ob ein Hisoka das zerstören wird, ob vielleicht die Phantom Troop einfach auf alles scheißt oder ob das tatsächlich ja klappt, weil ich habe keine Ahnung, dass der Manga wird bald weitergehen und was da passieren wird, das ist super, super spannend, muss man einfach sagen. Im Kino Nummer 8 setzt sich Hinrai neben Hisoka, während der Rest des Publikums leise an mehreren Shio-Mitgliedern vorbeigeht. Als Hisoka die Frage nach seiner Identität nicht beantwortet, geht Hinrai zu einer Anfrage über und fragt, ob er seine Zeit in Tier 1 verbringen könnte, bis der Konflikt mit Hayley und Char gelöst ist, und bietet ihm ein Zimmer in Tier 1 an im VIP-Bereich. Hisoka fragt sich warum, und Hinrai erklärt, dass sich die Char-Familie und die Truppe gegen die Hayley zusammengetan haben und dass ihre Familie, also die Shio-Familie, mit der Char-Familie zusammenarbeitet, um die Hayley zu zerstören. Das heißt, die sind unter einer Kappe. Er warnt Hisoka, dass sie keine andere Wahl haben werden, als ihn als Feind zu betrachten, wenn er einen Kampf mit der Truppe beginnt. Hisoka antwortet, dass es ihm nichts ausmacht, da er Chaos mag. Aber Hinrai verrät, dass er es vorziehen würde, nicht gegen ihn zu kämpfen, da er weiß, dass die Mafia keine Chance gegen ihn oder die Truppe hätte. Und das feiere ich an Hinrai einfach, dass er sich dort hinsetzt und einfach mal Facts raushaut. Also Hinrai ist ja auch jemand, der die Truppe richtig mag, zum Beispiel. Und das, was jetzt folgt, ist nochmal noch geiler, was Hinrai einfach vom Charakter her auf jeden Fall weiter oben katapultiert. Hinrai betont die Wichtigkeit des Gleichgewichts und fordert Hisoka auf, geduldig zu sein, während die Char-Familie und die Truppe die Hayley zerstören, und versichert ihm, dass sie nicht zwischen ihn und die Truppe geraten werden. Hisoka fragt dann, wer seiner Meinung nach zwischen ihm und der Truppe gewinnen würde, und Hinrai entschuldigt sich, bevor er sagt, dass er die Spinne wählen würde. Und ey, das ist wohl wieder so eine Hisoka-Frage, das ist unglaublich, dass er einfach das Mafia-Mitglied hinweg, Hinrai, einfach so mal fragt, ey, wer glaubst du gewinnt, ich oder die Phantom-Brigade? Also ich finde sowas so geil, so Hisoka-like, das ist einfach wirklich Masterclass, muss ich einfach sagen. Und dann noch in dieser Kulisse im Kino, wenn das im Anime kommt, irgendwann, oh mein Gott, mit geiler Musik, vielleicht mit einem Film im Hintergrund, ich habe keine Ahnung, das wird super, wirklich. Hisoka fragt nach seinem Lieblingsmitglied und Hinrai antwortet, dass er sie alle mag. Fragt Hisoka nach seinem und bringt ihn zum Lachen und erwähnt, dass er ehrliche Menschen mag. Hisoka streckt seine Hand aus, um den VIP-Pass anzunehmen, zieht sie aber schnell zurück und erklärt,
dass er einen Kampf mit der Truppe nicht ablehnen wird, wenn sie ihn zuerst angreifen. Und Hinrei stimmt dem Deal zu. Wir springen direkt ins Geschehen. Wir finden endlich heraus, wer der Mörder im Lagerhaus war, nämlich war das Luini, ein Mitglied der Haley-Familie, und der gibt sich dann endlich zu erkennen. Nachdem er den drei Mitgliedern der Truppe versichert hat, dass er nicht gegen sie kämpfen will, schlägt Luini vor, zusammenzuarbeiten, damit sie die Shah-Familie, die Shiu-Familie und Karkins königliche Familie eliminieren können, bevor sie die Kontrolle über die Black Whale übernehmen und in die alte Welt zurückzukehren. Doch Nobunaga stürzt sich plötzlich mit seinem Katana nach vorne und sticht Luini in den Kopf, wobei er sagt, dass es keinen Sinn ergibt und seine sinnlosen Eskapaden im Lagerhaus kritisiert. Er nimmt seinen Katana ab und sagt, dass er ihn vernichten wird, wenn er die Welt zerstören möchte. Und schlägt Luini erneut mit seinem Katana. Und ey, in diesem Video werde ich das noch oft sagen, aber Hunter x Hunter ist einfach nur geil, weil es so brutal ist. Ich lieb's, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Es ist einfach brutal so, wie es sein soll. Es ist wunderschön. Es macht einfach Bock zu lesen und Nobunaga ist so ein fucking Badass. Phaethon bedankt sich für ihre Gastfreundschaft und sagt, dass die Information über die Haley und den Aufenthaltsort ihres Chefs es ihnen ermöglichen werden, sich zuerst um das Problem zu kümmern. Tsudonke hält seine Aufregung weiter zurück und redet sich ein, dass er genug Autogrammpapier für jedes Truppenmitglied besorgen muss, in der Hoffnung, dass er wirklich von jedem ein Autogramm bekommt. Und es ist einfach so witzig zu sehen, dass die Mafia so Fanboys von dieser Truppe sind. Natürlich, das sind coole Leute. Aber es ist Real Talk witzig, weil die ja versuchen, sich auch so ein bisschen noch in ihrer Rolle zu benehmen. Und es ist einfach nur geil. Und auch, ey, Nobunaga, wie gesagt, einfach ein krasser Mörder. Und natürlich eigentlich ein richtig schlimmer Mensch, aber einfach Badass, muss man einfach sagen. Real Talk. An anderer Stelle auf Stufe 3, als der Soldat, der auf Hinrei wartet, sich fragt, warum er so lange braucht, entdeckt er Kenny und mehrere Scharmitglieder, die sich ihm nähern. Kenny bemerkt mehrere Blutstropfen auf dem Boden und kommentiert den jüngsten Konflikt. Der Soldat erklärt, dass Hinrei mit einem Zivilisten aneinander geraten ist und dass sie Hinrei der Polizei hätten übergeben können, wenn der Zivilist kooperiert hätte. Aber Kenny hebt ihre Verbindung und Bestechung hervor. Der Soldat fordert ihn auf, seine Anschuldigung einzustellen und zu gehen, aber Kenny fragt sich, warum ein Unteroffizier anstelle eines regulären Soldaten Wache steht und fragt sich, was er mit Hinrei vorhat. Der Unteroffizier enthüllt, dass Hinrei Informationen über das Versteck der Haley haben wollte und sagt Kenny, dass er auch ein Angebot für die Information machen kann. Kenny willigt schnell ein, Hinreis Angebot anzunehmen und beauftragt einen Untergebenen, ihm 50 Millionen in bar zu bringen. 50 Millionen in bar. In bar. Also, ach du Heilige. Der Mann ist sich nicht sicher, ob Hinrei damit einverstanden sein wird, aber Kenny versichert ihm, dass sie zusammenarbeiten, um die Haley zu vernichten. Da ein Fälscher der zweiten Spur zu weit gegangen ist und sie die Zustimmung des vierten Prinzen erhalten haben. Er befiehlt dem Unteroffizier, jedes potenzielle Haley-Mitglied, das sie sehen, zu melden und dass sie dem Finder und seinem Unteroffizier 5 Millionen geben werden und fügt hinzu, dass sie einen Schuldigen für die Morde ausstellen werden und er wird die Augenzeugenaussage machen. Das heißt, eigentlich kann dann nichts mehr schieflaufen, die müssen halt einfach nur eins der Haley-Mitglieder melden und das ist einfach ein Job, den ich auch gemacht hätte, ganz ehrlich, für 5 Millionen Euro. Nein, Spaß. Der Unteroffizier stimmt dem Deal zu, solange sie jedes Haley-Mitglied eliminieren, da er sich keine Sorgen über Vergeltung machen will. Kenny setzt ein eindringliches Lächeln auf und versichert ihm, dass sie sich um jeden einzelnen von ihnen kümmern werden. Der Unteroffizier erkennt sein eisiges Grinsen und fragt sich nervös, ob jeder, den er anlächelt, stirbt, aber Kenny nennt es ein unhöfliches Gerücht und weist darauf hin, dass jeder irgendwann stirbt. Connelly, ein Leutnant von Shiu, nähert sich mit einer Papiertüte voller Geld und sagt, dass sie anfangen können, sobald ihr Geld und Hinrei eingetroffen sind. Der Unteroffizier führt die Mafia-Mitglieder in den Raum 3101 in den Kabinen der ersten Klasse. Und Hinrei fragt, ob alle Zimmer gleich aufgeteilt sind. Der Unteroffizier erklärt, dass der Arbeiter ihm gesagt habe,
Es sei der einzige Raum ohne Badezimmerwand und fügt hinzu, dass sich dahinter der Sanitärraum befinde, die Zugangsklappe aber an einer anderen Stelle sei. Er sagt dann, wenn dort jetzt eine Wand ist, sollte das bestätigen, dass es einen versteckten Raum gibt. Kenny weist darauf hin, dass alles dort hinten sein könnte, da es sich am Rand des Schiffes befindet. Hinroy sagt dem Unteroffizier, dass er mal Kontakt aufnehmen soll, also klopfen soll, denn die sollten normalerweise keine Soldaten angreifen. Das heißt, der Soldat klopft und sagt, dass es die Kaken-Armee ist, die einmal den Raum durchsuchen muss. Ein alter Mann öffnet langsam die Tür und versichert ihn, dass er nichts falsch gemacht hat. Der Unteroffizier bereitet seine Waffe vor und fordert den Mann auf, sich langsam zurückzuziehen und sich mit erhobenen Händen auf das Bett zu setzen. Als er jedoch den Raum betritt, schauen Hinray und Kenny hinein und sehen, dass er verschwunden ist. Der alte Mann, der immer noch auf dem Bett sitzt, ist überrascht, dass er nicht allein war und sagt, dass sie nicht wie Militär aussehen, versichert ihn, dass er nichts falsch getan hat und bittet sie höflich hereinzukommen. Die beiden Unterbosse merken, dass da was faul ist und fragen, wo der Unteroffizier ist. Der alte Mann antwortet, dass er vielleicht auf die Toilette gegangen sei und bittet sie erneut hereinzukommen. Doch plötzlich wirft Hinroy ein Messer an den Kopf des alten Mannes vorbei und bemerkt, dass es nicht verschwunden ist. Er sagt dem alten Mann, er soll zu ihnen kommen und dass das nächste Messer nicht verfehlen wird. Worauf der alte Mann schnell nachkommt und erneut sagt, dass er nichts falsch gemacht hat. Obwohl der alte Mann sagt, dass er auf die Toilette muss, bedroht Hinroy ihn zuerst, bevor er ihm plötzlich ein Messer in den rechten Oberschenkel wirft. Der alte Mann schreit vor Schmerzen auf und fällt zu Boden, fragt sich, was mit ihnen los ist und wiederholt, dass er ein wehrloser alter Mann ist. Hinroy weist darauf hin, dass es kein Blut gibt und fragt, wo sein echter Körper ist und droht, ihn anzugreifen. Der alte Mann enthüllt, dass er früher ein Versicherungsbetrüger war und dass die ehrlicheren Menschen seine Verletzungen glauben würden und beklagt, dass sich die Zeiten geändert haben. Hinroy fragt, wo seine Leiche und der Unteroffizier seien, aber der alte Mann kichert, als er verschwindet und das Messer zu Boden fällt. Zwei Shio-Mitglieder sind verblüfft und stellen fest, dass der alte Mann Kräfte wie Hinroy hat. Kenny erinnert Hinroy daran, dass er Hisoka bereits gefunden hat und schlägt vor, dass sie die Truppe schicken, um die Hayley in ihrem Versteck zu eliminieren. Ein kleineres Shio-Mitglied namens Tassi geht in den Raum, um das Messer aufzuheben, aber bevor die anderen ihn warnen können, tritt er ein und verschwindet direkt vor ihnen. Hinroy sagt, dass er wahrscheinlich dieselbe Person ist, die ihre Mitglieder entführt hat, aber Kenny weist darauf hin, dass der Auftragskiller von Nobunaga getötet wurde. Nachdem Hinray überrascht zurückgelassen wurde, fügt Kenny hinzu, dass obwohl die Truppenmitglieder ihr Büro verlassen haben, der Kopf und der Oberkörper des Auftragskillers dort geblieben sind, was die Erklärung der Truppe enthüllt, die Hayley zu eliminieren. Als Kenny hinzufügt, dass sie auch mit der Falle von ihnen umgehen können, sagt Hinray sich, dass er seinen eigenen Hinweisen nachgehen wird. An anderer Stelle, als Tassi verwirrt vor einer geschlossenen Tür steht, taucht plötzlich Billy hinter ihm auf und sticht ihm mit einem kleinen Messer in den Hals, um die Tatsache zu feiern, dass er Level 21 erreicht hat. Und da sind wir im Versteck der Hayley-Familie. Da haben wir den Salat, wenn du da reingehst, Pech gehabt. Drei andere Mitglieder gratulieren ihm und er führt den Wasser-Wahrsagetest durch, um herauszufinden, zu welchem Typ er gehört. Und da merken wir auch, die Typen sind einfach viel zu verwöhnt. Der eine sagt, ich habe keine Lust, zum Typ Transmutation zu gehören. Ich bin das, ich bin dies. Aber auf jeden Fall, das wird ein großes Problem. Zwar haben die keine Erfahrung, aber mit Nennfähigkeiten, wissen wir alle, ist nicht zu spaßen. In einem anderen Raum voller Kleidung setzt ein Schmuggler, Auftragskiller namens Terebellum, Level 21, also auch schon echt weit, Tassis Leiche ab und erzählt zwei weiblichen Mitgliedern, dass Vokonte gesagt hat, er habe den Raum direkt mit dem Verarbeitungsbereich verbunden. Er fügt hinzu, dass sie alle bald Level 21 erreichen werden und ein Mitglied beginnt freudig, Tassis Kleidung auszuziehen, während das andere sich darauf vorbereitet, seinen Körper zu zerstückeln. Wir bekommen in den neuen Kapiteln auch komplett neue Charaktere eingeführt, nämlich 5 Soldaten von Ceridnes privaten Armee. Wie in meinem Prinzenvideo schon erwähnt, die ersten 5 Prinzen haben private Soldaten, die von klein auf ausgebildet wurden, um ihre jeweiligen Prinzen zu dienen und natürlich zu beschützen.
Diese fünf gehören zu den privaten Soldaten und gehören auch zu Ceridnes Kindheitsfreunden. Und ja, offenbar hatte der Typ auch Freunde. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, wenn man so drüber nachdenkt. Aber die gehören zu den etwas untergestellten privaten Soldaten, denn die höhergestellten sind auf Ebene 1, wie zum Beispiel Tether. Genau wie Tether ist auch Borg einer der privaten Soldaten von Cerith nicht, der halt einfach höher gestellt ist und auf Ebene 1 rumlauert. Und der hat noch viel Kontakt zu seinen Kameraden aus den unteren Ebenen und schätzt sie halt auch genauso wie früher und hat ihnen auch das ganze Nennsystem erklärt oder einfach das Nennen überhaupt mal eingeführt, denn genau wie Borg ist es für die ganzen anderen Bodyguards oder halt Soldaten ja nicht so einfach zu verstehen, was dort eigentlich alles abgeht, denn Nennen hat man davor nie gehört und jetzt ist es halt irgendwie der Main-Faktor in dem ganzen Krieg und ihr wisst ja selber, wie kompliziert das Ganze ist und wenn man das alles in so einem Moment, nicht wir als Leser oder als Gucker, sondern in dem Moment, wo es um Leben und Tod geht, dass du es dort checken musst oder auch einfach eingeführt bekommst, das ist doch was ganz anderes. Auf jeden Fall, er versucht seinen Kameraden alles zu berichten, was er halt selber aufgefasst hat, was er über Nen weiß. Außerdem erzählt er ihnen von Tetta, die komplett verstört in Richtung Cerith nicht geguckt hat. Und wir wissen ja, dass Tetta in dem Moment das Nen-Beast von Cerith nicht gesehen hat. Und wir wissen ja, wie die Szene aussah. Das war wirklich verstörend. Und das wurde sogar ein bisschen, jetzt nicht perfekt animiert, aber schon animiert auf YouTube. Das Video findet ihr. Vielleicht kann ich das auch irgendwie verlinken, aber das ist halt wirklich gruselig und jeder hätte in dem Moment einfach ein Trauma gehabt. Borg schlussfolgert, dass das auf jeden Fall was mit Nen zu tun haben muss, denn warum sollte sie diesen Typen anschauen mit so einem verdammt eiskalten, traumatisierten Blick? Und deshalb kommt er auch auf den Schluss, dass Marina höchstwahrscheinlich auch von Nen Bescheid weiß oder auch Nen beherrscht, denn sonst würde sie keinen Krieg gegen Cerith nicht anfangen. Und Cerith nicht greift auf jeden Fall noch nicht an, denn er möchte sich jetzt erstmal darauf fokussieren, selber Nen zu lernen, selber das Ganze zu beherrschen, damit das Ganze auch einfach ein bisschen Fahrt aufnimmt und er überhaupt eine Chance hat. Also, weil Nen ist die wichtigste Waffe in diesem verdammten Krieg. Und jetzt kommt eine Sache, eine sehr, sehr interessante Sache, die Cerith nicht interessanter macht und diesen neuen Charakteren auch ein bisschen mehr Rolle gibt und Sinn in der Story. Nämlich haben die einen kleinen Flashback oder reden halt darüber, wie Cerith nicht früher war. Nämlich war er sehr ambitioniert und wollte die Militärakademie mit einer Rekordzeit absolvieren. Und er hatte einen Rivalen, der es genauso wie er schaffen wollte, den Rekord zu knacken oder einfach Cerith nicht zu überholen. Und das war quasi wie eine gesunde Rivalität. Aber nachdem er es nicht geschafft hat und Cerith nicht den Rekord gebrochen hat, hat er ihn ins Bein geschossen und meint, du darfst erst wieder mit mir reden, wenn du meinen Rekord geknackt hast. Und da merkt man schon, okay, der Typ ist vielleicht sehr ehrgeizig, sehr motiviert, aber auch ein kranker Psychopath. Und nach diesem Flashback haben die fünf Charaktere auch einen kleinen inneren Monolog und sagen halt, ey, Jungs, wir müssen es schaffen, diesen Typen irgendwie wieder auf die rechte Bahn zu kriegen. Oder machen sich halt einfach ein bisschen Sorgen um diesen Charakter. Und da frage ich mich, wie kann das sein, dass sie sich Sorgen über so einen Psychopathen machen, wenn die schon wissen, was er alles durchgemacht hat, was für schlimme Sachen er getan hat. Und wir wissen ja, wir haben ja gesehen, was er macht, dass er Frauen häutet und alles. Er hat bestimmt so viele Menschen getötet. Aber das ist echt interessant zu wissen, warum die noch an Cerith nicht hängen, was Cerith nicht vielleicht früher war. Und deshalb finde ich, ist diese kleine Plotline, die wir bekommen haben, die zwar sehr viel Text beinhaltet hat, einfach extrem interessant. Und ich sag ehrlich, das ist so einer der Plots, die mich am meisten interessieren sogar mittlerweile. Und ich finde gut, dass sie das eingeführt haben. Das Trio Nobunaga, Finks und Phaeton trifft auf Hinrai, die sich gemeinsam auf den Weg machen, das Geheimversteck der Haley zu finden. Das Zimmer 3101 war ja eine Falle, damit die Haley-Mitglieder die Opfer hinterrücks töten und weiter aufleveln können. Die Vordertür ist also eine Falle. Also versuchen sie von hinten in den Raum reinzukommen. Um zu testen, dass das keine weitere Falle ist, lassen sie ihre Geisel reingehen und stellen fest, dass die Falle nur von vorne funktioniert.
Nun treffen die drei endlich auf Finray, der natürlich versteht, dass die Truppe ihm erstmal nicht vertraut. Er erklärt seine Fähigkeit und verwandelt einen Peilsender in eine Miesmuschel, die gegessen werden soll, damit die Person, die sich in den Raum befindet, ausfindig gemacht werden kann. Damit sie natürlich am Ende des Tages, wenn die Person da drin ist, wissen, wo das Geheimversteck ist. Da die Truppe Hinray weiterhin nicht traut, ist er derjenige, der den Peilsender schluckt und die Vordertür betritt. Er teleportiert sich, merkt aber, dass keiner mehr in diesem düsteren Raum ist. Nobunaga teleportiert sich auch, da er interessiert an Hinray ist und ihn cool findet. Sie checken alle Türen ab, aber weit und breit keine Heli-Mitglieder zu sehen. Nach langem Suchen finden sie eine geheime Tür und machen sich auf das Schlimmste gefasst. Sie öffnen die Tür und tatsächlich sind dort die Mitglieder der Heli-Familie. Hinray reagiert sofort und wirft ein Messer nach Terebellum, der mit seiner Nennfähigkeit die Klinge, die eigentlich seinen Kopf durchbohren sollte, auf die Dose, aus der er getrunken hat, überträgt. Die Mitglieder scheinen allgemein nicht sehr beängstigt zu sein und wehren die weiteren Messer ab. Zudem wurde ihnen befohlen, nicht gegen sie zu kämpfen. Zur gleichen Zeit stellt sich Yukutani vor, ein weiteres Mitglied, der droht mit der Polizei, doch Hinray juckt das kein bisschen. Nobunaga ist so impulsiv und versucht ihn wie Luini zu durchbohren, doch Terebellum berührt seinen Kollegen, um die Klinge weiterzuleiten, hat jedoch den Tisch zu spät angefasst, sodass er eine kleine Wunde davon trägt. Yukutani setzt seine Puppenfähigkeit ein, die nur funktioniert, wenn er sich vorstellt und wenn Morina in der Nähe ist. Das heißt, die zwei waren schon fast am Ziel der Mission. Die Puppen sind unverwundbar und haben den Auftrag bekommen, beide aus dem Zimmer zu schmeißen. Nobunaga versucht, die Puppen anzugreifen, die werden aber stärker durch gegnerische Angriffe. Und generell, dieses Panel sieht einfach witzig aus, wie Nobunaga hier rausgeschmissen wird. Hinray haut auch ab und die beiden treffen sich dann am Ende auf Level 3. Aber dank dem Peilsender wissen sie jetzt, wo dieser Ort ist. Und beide verstehen sich gut, man merkt, da ist eine Bromance daraus entstanden und ja, ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, was aus den beiden oder mit der Phantombrigade und der Mafia wird. Höchstwahrscheinlich werden die alle sterben, aber naja, schauen wir mal weiter. Phaeton und Finks versuchen, den Peilsender ausfindig zu machen. Sie wissen, dass er nur 200 Meter entfernt ist, aber ob nach oben, nach links, nach rechts oder nach unten, das wissen die nicht. Das heißt, die müssen sich jetzt erstmal entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Dann treffen die auf Nobunaga und kommen auf den Schluss, dass sie jetzt endlich mal Verstärkung ranholen sollten, weil sie die Heli-Familie unterschätzt haben. Wir haben ja gesehen, was für Fähigkeiten diese Mitglieder haben, besonders jemand wie so ein Yukutani, da kannst du halt einfach nichts tun, wenn er in der Nähe von Marina ist, und das wird er höchstwahrscheinlich immer sein, weil die halt irgendwie auch auf sie aufpassen müssen, und deshalb braucht man da auf jeden Fall Verstärkung. Und ja, ob das mit Franklin jetzt besser läuft, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Aber Verstärkung ist natürlich nie eine schlechte Idee. Und ich finde es auch einfach witzig, dass die Truppe selber realisiert, dass das mit der Heli-Familie eine absolute Sidequest ist und dass sie eigentlich Hisoka finden wollen. Aber ja, ist einfach witzig auch mal zu sehen. Am Anfang waren sie einfach nur eine Gruppe von Kindern aus Meteor City. Und außer Krollo fielen sie nicht wirklich aus dem Rest der Stadtbewohner heraus. Sie verbrachten einfach ihre Tage damit, die Schrottplätze nach brauchbaren Dingen zu durchsuchen, und vor allem kamen sie am Anfang nicht immer miteinander aus. Zu Beginn sehen wir Krollo, Schallnack und Franklin zusammen, Uwugen war mit Machi und Überraschung, Überraschung, Finks und Phaeton waren schon damals enge Kumpels. Die beiden stehlen ein Band von Krollo, aber uns wird enthüllt, dass er ein weiteres Band versteckt hat. Wie wir später herausfinden, war das ein hinterhältiger Trick von Krollo, da er das Band, das von ihm gestohlen wurde, nicht brauchte und das versteckte, was er wirklich behalten wollte. Er geht zur Kirche aller Glaubensrichtung, ein ziemlich schönes Gebäude, was sich von der restlichen Stadt abhebt. Aber bevor er dort ankommt, bekommen wir eine brillante Erzählung, die Kontext zur Gesellschaft der Meteor City bietet. Menschen, die dort geboren werden, haben keine Zertifikate einer Identität, um ihre Existenz zu beweisen. Also existieren sie auf dem Papier nicht. Schreckliche Menschen haben sich diese Tatsache zunutze gemacht, die Menschen der Stadt wurden nicht als menschlich angesehen. Was bedeutete, dass es kein Verbrechen war, sie zu jagen.
Wir können uns nur die dunkelsten und räudigsten Aktivitäten vorstellen, die dort stattgefunden haben. Sie wurden zum Beispiel für Unterhaltungszwecke ermordet. Paku spielt das gestohlene Band erneut ab, aber zu ihrer Enttäuschung sehen sie nur einen schwarzen Bildschirm. Doch als sie ein paar Minuten vorspulen, entdecken sie tatsächlich etwas auf dem Band. Das Programm Power Cleaners, was offensichtlich eine Anspielung auf Power Rangers ist. Das Programm ist offensichtlich in einer anderen Sprache verfasst worden, die nicht jeder in der Stadt versteht, was dazu führt, dass Krollo Pakunoda um einen Gefallen bittet. Er möchte das Programm synchronisieren, damit sie es mit allen anderen Kindern in der Stadt teilen können. Pakunoda stimmt zu und dann ist Krollo kurz davor, um einen weiteren Gefallen zu bitten, als sie genau sagt, um was es geht. Er wollte sie bitten, Sheila und Sarasa zu fragen, um beim Synchronisieren zu unterstützen. Paku war sehr intelligent für ein kleines Mädchen und kann sofort inhaltlich schlussfolgern, warum Krollo die beiden Mädchen ranholen möchte. Das macht Krollo glücklich und er sagt, dass er Pakunoda einfach nur liebt. Dieses Panel ist einfach total entzückend. Krollo als Kind ist dieser warme Sonnenschein, das seine Positivität auf alle um ihn herum ausstrahlt. Krollo heute ist ein krasser Kontrast zu dem Kind, das er in dieser Rückblende war. Diese Szene hat mich wirklich getroffen, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, vor allem weil Pakunoda nicht mehr am Leben ist und wir wissen, wie das Ganze zu Ende ging und irgendwie wussten wir auch, dass Pakunoda auch Gutes im Herzen hatte, so, ne? Und das macht das alles nicht einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat sich für alles geopfert, wofür Krollo stand. Sheila und Sarasa tauchen auf, die zwei neuen Charaktere im Manga. Aber eine von ihnen haben wir tatsächlich schon einmal in Kurapikas Hintergrundgeschichte gesehen. Also das ist jetzt nur für die Leute, die sich richtig mit Hunter x Hunter beschäftigt haben. Sheila ist das Mädchen, das im Kurtawald gestrandet war und sich mit Kurapika und Pyro angefreundet hat, indem sie ihnen das Dino Hunter Buch gab und mit ihnen über die Außenwelt diskutierte, was die beiden Jungs weiter inspirierte, den Wald zu verlassen. Es gibt so viel Potenzial für diesen Charakter in der Zukunft von Hunter x Hunter und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Togashi für sie bereithält, denn es wird definitiv etwas Verrücktes sein. Andererseits ist Sarasa komplett neu. Wir haben nie von ihr gehört oder sie irgendwie in einem Kapitel gesehen. Das Kapitel endet mit einer sehr bedrohlichen Seite von entführten Kindern im mittleren Pen. Kapitel 396 fängt damit an, dass alle zu einer speziellen Versammlung eingeladen werden, die offensichtlich eine Show der Power Cleaners ist. Uwagen bedroht Krollo vor der Versammlung, weil der ihm sein Band geklaut hat. Was eine coole kleine Teilsache ist, da Uwagen am Anfang voll gegen Krollo war, aber am Ende wird er irgendwie sein größter Fan. Die Vorstellung fängt an und Krollo, Pakunoda, Sheila und Sarasa sind hinter der Bühne und machen das Voice-Over, während das Programm läuft. Aber dann geht plötzlich das Video aus und die Kids sind alle kurz enttäuscht. Aber was dann passiert, ist noch trauriger. Viele von den Kids akzeptieren einfach, dass alles in Meteor City kaputt und wie Müll weggeworfen ist. Also war es auch klar, dass es nicht lange funktionieren würde. Krollo merkt das und entscheidet sich, die Vorstellung weiterzuführen, dieses Mal aber ohne Video. Auf der Bühne alleine wechselt er die verschiedenen Stimmen und Persönlichkeiten der Power Cleaners ab, bis das Video weiterlief. Es ist eine wirklich herzerwärmende Szene und Krollo als Meisterperformer als Kind ist einfach so verdammt cool, besonders wenn man daran denkt, wie er in York New City als Dirigent für Uwagens Requiem diente, was eine andere Art von Performance ist, aber auf eine viel dunklere Art und Weise, als hier zum Beispiel. Er spielt auch irgendwann die Rolle des Bösewichts, was uns die krasseste Seite gibt. Dieser Blick in diesem eigentlich sehr herzvollen Menschen bis dato war erschreckend. Der Abschnitt dient als Foreshadowing für seine Rede im nächsten Kapitel. Nachdem die Versammlung vorbei ist, ist es Zeit für Krollo, Uwagens Zorn zu spüren, auf den er vollkommen vorbereitet war. Er fühlt, dass er es verdient hat, weil er das Band natürlich gestohlen hat, aber natürlich greift Sarasa ein und wir bekommen dieses wunderschöne Gespräch und auch diesen Moment, in dem sie auf Uwo zugeht, sich umdreht und ihn nachahmt, indem sie sagt, dass Krollo echt toll ist. Quasi das, was Uwagen denkt, ausgesprochen. Sie hat im Grunde genommen das Eis zwischen den beiden endlich gebrochen
Und ja, ab da ist es halt einfach nur noch süß zwischen den beiden. Uwe war von Krollos Leistung begeistert und bat darum, die nächste Monster-Synchro zu übernehmen. Dann fragte Nobunaga, ob er sich anschließen könne, dann Phaeton, Finks, Franklin. Machi sagt ganz trocken nein, was einfach so perfekt zu ihrem Charakter passt. Ich schwöre, ich liebe sie für die Antwort, wirklich. Später wird sie doch noch irgendwie überredet und meint, dass sie, wenn sie mitmachen muss, nur als Bösewicht mitmachen würde. Die Gruppe unterhält sich und wollen ihre Truppe benennen. Es war einfach nur die Truppe bis dato und wir wissen immer noch nicht, wo der Phantom-Teil herkommt. Uwe lernt zu träumen und sagt, dass er anfangs jemand war, der glücklich war, solange es etwas gab, das ihm einen Zweck gab zu leben. Aber jetzt hat er ein klares Ziel definiert, und zwar die Welt bereisen mit Krollos Theaterstück und der beste Bösewicht der Welt zu sein. Ein richtig mächtiges Ziel, wenn man noch das im Hintergrund behält, was in York New City passiert ist. Togashi ist schon ein schlimmer Typ, Alter. Er hat Uwe und Paku in dieser kurzen Vorgeschichte einige harte Momente beschert. Sie haben den meisten Fokus von allen Mitgliedern der Truppe außer Krollo und das war tatsächlich eine brillante Wahl. Sie sind tot, was leider bedeutet, dass sie sie nicht mehr in der Gegenwart bekommen können. Deshalb war es cool, sich auf sie in der Vorgeschichte zu konzentrieren und diese Momente noch spezieller zu machen. Das Kapitel endet sehr ähnlich wie Kapitel 395 mit einem abrupten Schnitt zu einer weiteren sehr bedrohlichen Seite. Es werden wieder Kinder entführt und dieses Mal ist dort jemand, den wir kennen. Auf der Seite ist Sarasa, die alleine in den Wald geht, um Bänder für Aufführungen zu finden. Und zur gleichen Zeit haben die Entführer etwas absolut Abscheuliches im Sinn. Sie haben ihr Lieferziel erreicht, also wollen sie ein verlorenes Kind finden, um ein bisschen Spaß zu haben. Ja, also, dass es jetzt 2 Jahre her ist, macht es auf jeden Fall nicht einfacher zu lesen. Einfach krank, was Togashi hier eingebaut hat, wie düster das Ganze ist und jetzt auch bald sein wird. Das bringt uns zu Kapitel 397, eines der besten Kapitel von Hunter x Hunter seit dem Kapitel 339, dem Finale vom Anime. Der Gruppe fehlen 3 Leute, Franklin, Nobunaga und Sarasa. Die beiden Jungs sind tatsächlich nur spät dran, was typisch für die beiden ist. Jedoch wundern sie sich über Sarasa, denn das ist unüblich. Das macht die ganze Gruppe echt nervös. Krollo ist total am Ende und fängt sogar an zu weinen, als er das Konzert absagt. Sie suchen überall nach ihr, aber sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Dann haben sie sogar den Wald durchsucht, aber auch da war sie nicht zu finden. Wir kriegen die Seite mit dem berüchtigten Baumpanel, das Togashi benutzt hat, um seine Rückkehr zum Zeichnen dieses Manga nach vielen Jahren anzukündigen. Wisst ihr noch auf Twitter, das waren Zeiten. Eieiei. Niemand hat erwartet, dass dieses Baumpanel einer der schrecklichsten und schmerzhaftesten Momente im ganzen Manga sein würde. Sarasas verstümmelte Körperteile sind in einer Tasche hängend von einem Baum mit einem einzigen Zettel in einer Sprache, die nur Krollo versteht, geschrieben. Aber er weigert sich, das laut vorzulesen. Uwe Ginn fragt mehrmals, was steht auf dem Zettel? Aber Krollo weigert sich, es zu sagen. Er schwört, niemals von diesen Worten zu sprechen. Sein Mund wird versiegelt sein. Auch wenn Uwe Ginn versuchen würde, ihn umzubringen. Das ist ehrlich gesagt eines der coolsten Geheimnisse in der Serie für mich. Ich verstehe nicht, warum Togashi uns einfach nicht sagt, was gesagt wurde, wenn es etwas Einfaches wäre. Aber die Tatsache, dass es geheim gehalten wurde, sagt mir, dass es etwas sehr Dunkles und Schweres in diesen Worten gibt. Zusätzlich zu Krollos Reaktion natürlich. Die Gruppe von Kindern ist völlig am Boden zerstört. Diese Tragödie hat sie nicht nur traumatisiert, sondern richtig geprägt und geformt. Sie bringen die Tasche zurück zur Küche, wo ein Einbalsamierer namens Renko Nen benutzt, um Sarasas Körperteile wieder anzubringen, damit sie ihr ein angemessenes Begräbnis geben können. Machi ist das erste Mitglied der Truppe, das den Nen erweckt. Sie kann die Aura sehen, die von Renkos Körper ausgeht. Renko bietet an, Machi beizubringen, wie man die spezielle Kraft ausführt. Und das erklärt die Ursprünge von Machis Fähigkeiten am heutigen Tage, Wunden nähen und so weiter. Sie begraben Sarasa und die Truppe hat dann das, was möglicherweise ihr bisher wichtigstes Gespräch ist.
Krollo bittet um 3 Jahre. Er ist 11 Jahre alt zum Zeitpunkt dieser Ereignisse und verspricht, dass er bis zu seinem 14. Geburtstag vollständig vorbereitet sein wird. Er wird sich selbst und das System in Meteor City für die Truppe bereit machen, um ihre Rache an den Leuten zu üben, die ihre Freundin getötet haben. Uwogen lehnt zunächst wütend ab und erklärt, dass er sie jetzt gleich finden will. Aber Krollo, der kluge Junge, der er ist, sagt, dass es sinnlos ist, sie zu suchen. Das wäre ja wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und Krollo legt seinen Masterplan vor. Die Welt steht kurz vor einer Kommunikationsrevolution. Infrastrukturen werden aufgebaut, die es der ganzen Welt ermöglichen werden, in Lichtgeschwindigkeit verbunden zu sein. Ein einzelnes Individuum wird die Fähigkeit erlangen, etwas zu übertragen, das von der ganzen Welt gesehen wird. Er beschreibt natürlich technologische Fortschritte, ähnlich denen, die wir persönlich in den letzten Jahrzehnten in unserer eigenen Welt erlebt haben, mit der Schaffung des Internets, das dies ermöglicht hat. Leute können von gegenüberliegenden Enden der Welt aus miteinander kommunizieren. Krollo hat erkannt, dass die Szene von Sarazas Mord mit einem gezielten Rahmen im Sinn geschaffen wurde. Es sah aus wie ein Theater, da waren eine Menge Zigarettenkippen, was bedeutete, dass Leute zuschauten und den Mord genossen, während es passierte. Das ließ ihn glauben, dass jemand Bilder von diesem Ort aufnahm und diese Art von Sachen als eine Art Kunst betrachtet, ein Werk, das sie mit Gleichgesinnten in der Welt teilen können. Die Idee ist im Grunde genommen, das Darknet zu schaffen, um eine Hintertür für diese widerlichen Individuen aufzumachen, die im Internet kommunizieren wollen. Ein virtuelles Versteck, in dem sie der Polizei entkommen können und dabei Sarazas Mörder finden und ihre Rache ausüben können. Sehr passend für die Spinne, das Internet zu nutzen, um ihre Beute anzulocken. Sehr, sehr passend, in der Tat. Krollo sagt, um das zu erreichen, werden sie Entschlossenheit, einen starken Willen und die geistige Stärke brauchen, um ihr Leben diesem Zweck zu widmen. Das 11-jährige Kind sagt, dass wenn es soweit ist, er am Ende eine Menge Leute umbringen wird. Er weiß, dass das nicht das ist, was Sarazar gewollt hätte, aber er denkt, dass das der einzige Weg ist. Krollo glaubt fest daran, dass der einzige Weg ist, um Wiedergutmachung zu erhalten und zu verhindern, dass so etwas noch einmal einem Bewohner der Stadt passiert. Um die Schurken abzuwehren, wird er den Rest seines Lebens als Bösewicht agieren. Krollo glaubt fest daran, dass das der einzige Weg ist, um Wiedergutmachung zu erhalten und zu verhindern, dass so etwas noch einmal einem Bewohner der Stadt passiert. Um die Schurken abzuwehren, wird er den Rest seines Lebens als Schurke leben, einer, der die ganze Welt fürchten wird. Und so verbringt er die nächsten 3 Jahre, sich selbst und seine Heimatstadt neu zu gestalten, um sich auf den Masterplan der Gruppe vorzubereiten. Bevor das passiert, ernennt er den Anführer der Truppe, den alle außer Sheila zustimmen, die Gruppe kurz zuvor verlassen hat. Sie zeigen nach oben, um ihre Zustimmung zu zeigen und ihre Einheit beim Erreichen des Ziels von Krollo zu demonstrieren. Alle waren der Meinung, dass Krollo der Leader sein muss, aber das ist ja eigentlich nach der Vergangenheit, die wir mitbekommen haben, nicht verwunderlich. Schließlich überspringen wir diese 3 Jahre und kommen zur Szene, die wir zuerst in Kapitel 114 gesehen haben. Die Geburt der Spinne. Und da haben wir es, das Phantom.